Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video in meiner Serie über den Yaesu FTDX10. Nachdem ICOM den Scroll-Mode von Yaesu geklaut hat, revanchiert sich jetzt Yaesu und klaut die Presets von ICOM. Es gibt ein neues Firmware-Update, das einige neue Funktionen hier bringt. Und ich zeige euch, wie dieses Firmware-Update installiert wird und warum es ein kompletter Fail ist. Bevor wir loslegen mit dem Update, sollte als allererstes hier eine SD-Karte in das Gerät eingelegt werden. Ich nutze hier eine 8 GB SD-Karte von SanDisk. Die kommt hier unten rein und da könnt ihr Karten nehmen, ich sag mal so ab 2 GB aufwärts. 2 GB braucht ihr für das Update. Ja, jetzt werdet ihr hier schon nach einem Setup gefragt. Da gehen wir mal auf Nein, denn ich zeige euch jetzt komplett den manuellen Weg. Wir gehen einmal hier ins Menü rein und dann in die Extension Settings, dort auf den Punkt SD-Card. Und hier wird die SD-Karte, falls ihr die noch nie vorher eingelegt habt, zunächst einmal formatiert. Dadurch werden wichtige Verzeichnisse angelegt. Das bestätigen wir jetzt hier einmal. Und diese Verzeichnisse, die braucht ihr nachher zum Beispiel, um das Firmware-Update da aufzuspielen. Wenn die Formatierung durch ist, dann bekommt ihr hier eine entsprechende Meldung. Dann einmal da drauf klicken und dann habt ihr das erledigt. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, vorher noch eure Menüeinstellungen einmal speichern. Also alles, was ihr im Menü mal jemals geändert habt, einmal hier speichern. Dafür einfach das als Namen bestätigen, da wird standardmäßig das Datum genutzt und dann haben wir das einmal auf die Menü, auf die SD-Karte abgelegt. Ihr könnt hier oben, wenn ihr das habt, dasselbe machen mit der Memory List, also wenn ihr den Memory-Speicher genutzt habt, den Speicher genutzt habt, um dort Stationen abzulegen, dann könnt ihr das ebenfalls machen. Hier auf der Kurzwelle habe ich das nicht gemacht, das ist eher was ich für die Repeater auf VHF-UHF mache. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, können wir auch hier in dem Menü im Punkt Soft Versions uns die Versionen einmal anschauen, die hier aktuell installiert sind. Und da könnt ihr mal prüfen, ob ihr die aktuellste Version habt oder ob es ein Update gibt für euch. Dann gehen wir hier einmal raus aus der ganzen Nummer und nehmen jetzt die SD-Karte raus und gehen damit jetzt zum Rechner. Am Computer angekommen, gehen wir als allererstes mal auf die Webseite von Yaesu, yaesu.com, denn dort müssen wir jetzt die neueste Firmware herunterladen. Ihr seht hier schon die neuesten Produkte, den FTDX10, da einmal hier draufklicken, dann kommen wir hier in diese Übersicht und hier gibt es oben einen Karteikartenreiter mit dem Namen Files, also Dateien. Und hier finden wir auch die Firmware-Version. Die findet ihr hier unten. Hier gibt es zum einen das Firmware-Update, das neueste. Das einmal anklicken, dann wird das hier automatisch heruntergeladen, eine ZIP-Datei. Und dann gibt es hier noch die Firmware-Update-Informationen. Das ist ebenfalls sehr hilfreich. Eine PDF-Datei wird dabei runtergeladen und die beinhaltet hier die Neuerungen. Die zeige ich euch aber auch gleich noch im Detail. Ja, wenn wir dann diese Datei heruntergeladen haben, dann können wir da mal reingucken. Ihr werdet hier drin finden einmal auch nochmal zum Nachlesen eine Anleitung, wie das Update durchgeführt wird und einige Dateien mit der Endung SFL. Das sind die Firmware-Dateien. Ja, und jetzt müssen wir unsere SD-Karte reinstecken ins Laufwerk und da seht ihr hier schon, das ist die USB-Laufwerk H, das ist die SD-Karte und auf der SD-Karte ist ein Verzeichnis mit dem Namen FTDX10, das öffnen wir hier einmal und in dieses Verzeichnis müssen jetzt diese SFL-Dateien reinkopiert werden, das heißt, wir ziehen die einfach hier rüber. Und dann werden die hier in dieses Verzeichnis reinkopiert und damit können wir jetzt dann zurückgehen zum Transceiver. Ganz wichtig also nochmal, nicht ins Hauptverzeichnis der SD-Karte, sondern in dieses Unterverzeichnis FTDX10, sonst wird das Firmware-Update nicht erkannt.
Zurück am Funkgerät wird dann die SD-Karte hier unten wieder eingelegt. Das beantworten wir wieder mit Nein. Und dann gehen wir manuell hier einmal ins Menü rein, in die Extension Settings und dann in den Punkt SD-Card wieder. Und wenn wir hier so ein bisschen weiter nach unten gehen, dann kommt hier der Punkt Firmware-Update. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Und jetzt wird das Ganze überprüft und ihr seht, automatisch wird hier schon einiges ausgewählt. Wir haben 5 Dateien drauf kopiert auf die SD-Karte, aber ihr seht auch hier, da sind nur 2, die wirklich neu sind. Die anderen sind noch alt, das heißt, die müssen nicht geupdatet werden. Entsprechend ist das hier vorne auch schon alles richtig ausgewählt. Ihr könnt das allerdings natürlich noch manuell anpassen, das heißt, zum Beispiel bestimmte Sachen wieder rausnehmen aus dem Update. Ich würde euch aber raten, immer alles sauber zu updaten. Ja, wenn das dann hier entsprechend so ausgewählt ist, dann klicken wir hier einmal auf Update. Jetzt kommt noch mal eine letzte Abfrage zur Bestätigung und die klicken wir jetzt hier ebenfalls einmal auf OK und dann geht jetzt hier das Update los. Wichtig ist natürlich, ihr dürft während des Updates nicht die SD-Karte rausnehmen, ihr dürft nicht das Gerät abschalten, ihr dürft keinen Stromverlust in irgendeiner Art und Weise haben, denn ansonsten wird es zu Problemen kommen mit dem Firmware-Update. Ja, und jetzt heißt es, wie es da schon steht, Waiting. Wir müssen warten, bis hier die beiden Updates durch sind. So, das Update ist durch. Das Gerät startet jetzt hier einmal neu und wir können dann gleich mal in die Einstellungen gehen, Extension Settings und dann Soft Version und dann sehen wir hier jetzt die beiden geupdateten Bereiche, einmal den Main und den Display Bereich, die hier auf die neueste Version geupdatet worden sind. Welche Änderungen hat dieses Update nun gebracht? Zunächst einmal ist es so, dass sich der Wasserfall nicht mehr löscht, wenn man auf Senden geht. Das war ja bisher so. Ich zeige euch das mal gerade hier, wie es früher ausgesehen hat. Wenn man da ein einfaches DIT gesendet hat, dann wurde hier der gesamte Bildschirm gelöscht und man musste immer warten, bis der sich neu aufgebaut hat. Das ist jetzt anders. Hier jetzt die aktuelle Version. Wenn ich hier mal ein DIT reingebe, dann seht ihr, bleibt das hier unten erhalten. Man sieht also noch Stationen und es dauert zwar so einen Moment, so ein Sekündchen, bis der Bildschirm wieder da ist, aber es wird zumindest nicht mehr alles gelöscht, was schon mal sehr, sehr positiv ist. Ja, das Ganze funktioniert jetzt auch in allen anderen Modi natürlich, also auch bei SSB, da wurde ja früher auch immer der komplette Bildschirm gelöscht. Zweite Neuerung ist im Bereich der Bandstacking-Register zu finden. Da hat man das Ganze jetzt geändert. Bisher war es so, wenn man auf Band gedrückt hat und dann gewartet hat, dann wurde automatisch in den nächsten Bandstacking-Register geschaltet. Genauso konnte man auch, wenn man hier zweimal auf Band gedrückt hat, dann den Bandstacking-Register wechseln. Das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt muss man explizit auswählen, damit dann das Bandstacking-Register hier geändert wird. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn ein eigenes Menü hochgekommen wäre, wenn man zum Beispiel die Band-Taste lange gedrückt hält, dass dann die Bandstacking-Register hier einzeln gezeigt werden, dass man auswählen kann, so wie das ja auch bei ICOM der Fall ist. Hat man leider nicht gemacht. Früher konnte ich zumindest zwischen den Bandstacking-Registern immer wechseln, indem ich hier schnell zweimal hintereinander drauf gedrückt habe. Das ist jetzt auch nicht mehr möglich, sondern man muss jetzt wirklich explizit hier auswählen, um diese Bandstacking-Register zu wechseln. Ja, sag mal so, dem einen wird es gefallen, dem anderen vielleicht eher nicht. Also so, ich kann mich damit jetzt nicht so wirklich anfreunden. Dritte Änderung, die es dann gegeben hat, ist eine Preset-Funktion. Da hat man was von ICOM übernommen, was ICOM ja mit den letzten Updates eingeführt hat. Und das gibt es jetzt hier auch. Und zwar kann man das erreichen über die Modus-Funktion. Wenn man die Modi einmal auswählt, da ist jetzt hier unten, eine neue Funktion Preset. Die kann man aktivieren. Es gibt nur ein Preset, wenn man so möchte, indem man da einmal drauf tippt, dann ist das aktiviert und das Ganze kann man auch wieder ausschalten, indem man da nochmal drauf drückt. Also von den 5 Presets, die ICOM anbietet, ist man da auch noch weit entfernt. Das an sich wäre eigentlich aber trotzdem schon mal eine schöne Sache,
wenn es funktionieren würde. Das tut es aber leider nicht. Man soll das Ganze konfigurieren können, wenn man hier lange drauf drückt. Wenn ich hier lange drauf drücke, ihr seht das, dann passiert hier aber irgendwie gar nichts mehr. Es kommt kein eigenes Menü. Es sollte jetzt eigentlich ein eigenes Menü aufgerufen werden, damit man dann hier quasi reinkommt und das konfigurieren kann. Dieses Preset ist aber nicht der Fall. Stattdessen kommt man, ihr seht das, ich habe gerade hier drauf gedrückt, jetzt auch nicht mehr in das normale Menü rein. Das geht hier nicht mehr, wenn das, wenn man da irgendwie aktiviert ist. Und mir ist es auch schon passiert, dass das Gerät hier, da ihr seht es, komplett abstürzt und den Geist aufgibt, weil da irgendwas nicht in Ordnung ist. Darüber hinaus gab es noch einige kleinere Änderungen und Bugfixes, wie zum Beispiel, dass man die Anstiegs- und Abfallzeiten bei den CW-Flanken im Standard so ein bisschen angepasst hat. Ja, unterm Strich bin ich aber sehr zwiegespalten, was dieses Firmware-Update angeht und würde euch eher dazu raten, es erst einmal nicht zu installieren. Einerseits finde ich es gut, dass ja ESO erkannt hat, dass man jetzt hier endlich mal was machen muss. Man ist auch ein bisschen unter Druck geraten. Rob Sherwood zum Beispiel, der bekannte Reviewer, hat auch kritisiert, dass hier zum Beispiel der Wasserfall verschwindet oder dass das Spektrum-Display so tanzt. Wie verrückt. Das ist gut, dass man da jetzt endlich mal angefangen hat, so ein bisschen was zu tun. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, da fehlt ja ESO extrem Kompetenz in diesem Bereich, dass man wirklich ein Firmware-Update raushaut, dass Holter die Polter mit der heißen Nadel gestrickt ist, was noch große Fehler beinhaltet und den Betrieb teilweise sogar verschlechtert. Das ist nun wirklich kein, da hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, ich bin daher sicher, dass wir innerhalb von kurzer Zeit ein neues Firmware-Update sehen werden, was dann wiederum diesen Fehler mit dem Preset-Menü behebt, sodass man das Ganze auch nutzen kann. Aber man merkt jedoch, so sehr man versucht, hier ICOM so ein bisschen nachzuahmen, so weit ist man doch noch von ICOM entfernt. Und daran erkennt man auch so ein bisschen, wie gut die Oberfläche von ICOM mittlerweile eigentlich geworden ist und wie weit der Weg noch ist für Jaeso. Ja, ich hoffe, mein Review hier dieses Firmware-Updates hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne hier unten in die Kommentare eure Meinung zu diesem Firmware-Update zu Jaeso und der Software reinschreiben. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr schon mal da unten seid, vergesst nicht, mir auch einen Daumen nach oben zu geben, falls euch das Video gefallen hat. Das würde mich freuen. Außerdem findet ihr unten in der Beschreibung des Videos einen Link zum Funkwelle T-Shirt Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr dann auch den Kanal finanziell so ein bisschen unterstützt. Ja, vergesst außerdem nicht, den Kanal weiter zu empfehlen, das Video weiter zu empfehlen, damit vielleicht andere dieses fehlerhafte Firmware-Update nicht installieren und dass er da erstmal abwarten. Und falls ihr noch immer nicht gemacht haben solltet, dann auf jeden Fall noch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr über die kommenden Videos auch informiert werdet. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.